I am the Jochen, und das ist der Frühsport für Dienstag, den 15. August 2023. Schönen guten Morgen. Gestern sah ich noch, bei den Lilien ist noch viel Sand im Getriebe. Das haben wir dann gesehen. Im Pokalspiel beim FC Homburg gibt es ein 0:3, damit Darmstadt als vierter Bundesligist ausgeschieden. Und es gibt noch eine Menge zu tun bis zum Ligastart, wobei Nico ja die These hat, die ersten drei Spiele ist eh nichts zu holen gegen Europapokal-Teilnehmer. Wir müssen dann gucken, dass wir bis zur Länderspielpause das Team komplett haben. Mal sehen, ob das funktioniert. Übrigens, die Bundesliga-Vorschau mit Nico gibt es auch noch im Laufe der Woche. Ich glaube, Donnerstag kommt die hier auf den Kanal. DFB-Pokal außerdem. Hoffenheim gewinnt in Lübeck 4:1, Magdeburg weiter in Regensburg und der SFC Köln braucht zwar die Verlängerung, gewinnt dann aber auch in Osnabrück. So, 30 Spiele durch. Jetzt kommt erstmal der Cut. Die letzten beiden Spiele, die von Leipzig und Bayern, finden erst Ende September statt. Wir hatten es schon davon. Und dann erst Anfang Oktober die Auslosung zur zweiten Runde, die dann noch im Oktober stattfinden wird. Ist alles ein bisschen doof. Aber aus Darmstädter Sicht brauchen wir uns ja eh nicht mehr drum zu kümmern. Dann gucken wir auf das Geschehen im internationalen Wettbewerb. Wobei das eigentlich ja auch ein bisschen witzlos ist, weil wir da ja so ein paar vereinzelte Spiele kann ich anbieten, aber so richtig getan hat sich da ja noch nichts, erster Spieltag und so. Aber mal gucken, was ich so zusammenkratzen kann. Zum Beispiel habe ich einmal, Italien war eh noch nichts, da waren die Pokalspiele, aber das können wir, glaube ich, uns erstmal schenken. Wir gucken mal auf die Premier League, da liegt Newcastle United gut im Rennen. Die haben zum Auftakt gegen Aston Villa 5:1 gewonnen, damit vorübergehend mal Tabellenführer. Wie gesagt, es ist nach einem Spieltag Quatsch, aber super gestartet. Brighton ist gut gestartet, 4:1 gegen Luton Town. Gut, das ist natürlich auch jetzt der Underdog-Aufsteiger. Da kann man nicht so viel erwarten, glaube ich. Chelsea, Liverpool unentschieden, davon hatten wir es schon. Arsenal gewinnt knapp 2:1 gegen Nottingham. Manchester City 3:0 gewonnen gegen Burnley, damit also auch voll da. Tottenham nur unentschieden gespielt, 2:2 gegen Brentford. Da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft, sicherlich bei den Spurs. Ersten Spiel ohne Harry Kane. Und da müssen wir mal abwarten, wie die Saison weitergeht. Aber wie gesagt, es ist ein Spieltag, da wollen wir hier mal nicht so viel reininterpretieren. So, dann habe ich einen Blick noch nach Spanien für euch. Atletico Madrid gewinnt dort 3:1 gegen Granada und schafft damit den höchsten Sieg des Spieltags. Aber auch Real Madrid startet mit einem Sieg, 2:0 gewonnen. Barcelona nur 0:0 gespielt gegen Getafe, das war so ein bisschen enttäuschend. Da hatte man sich vielleicht doch mehr erhofft zum Auftakt, aber auch da kommt man weg. Es hat ja eigentlich keinen Taug, da jetzt groß drüber zu sprechen. Ich mache es trotzdem. Schauen wir noch nach Frankreich. Ligue 1 haben wir auch schon gemacht, ne? Paris Saint-Germain 2:2 nur gespielt. 0:0 war es. Guck mal, ich wusste nur irgendwie unentschieden. Gegen Lorient. Hm. Marseille gewinnt zum Auftakt gegen Reims. Monaco gewinnt bei Clermont. Lyon verliert in Straßburg. Das vielleicht ein bisschen überraschend mit 2:1. Aber auch da, komm, machen wir den Deckel drunter. Gucken wir auf das, was heute kommt in Sachen Fußball. Und das ist Großes, nämlich das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Da gibt es um 10 Uhr nämlich die Partie heute live zu sehen im ZDF bei sportstudio.de, auch im Stream. Und das Ganze heißt Spanien gegen Schweden. Ich möchte mich nicht festlegen. Sie sind bei... Also, ich sag mal so, wer das gewinnt, ist für mich der Außenseiter im Finale. Also ich glaube nicht, dass wir den Weltmeister sehen werden in diesem Spiel. Den sehen wir in dem anderen Halbfinale am Mittwoch dann. Aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Also Spanien, Schweden, zumindest scheint es für mich keinen ganz klaren Favoriten zu geben. Und um 10 Uhr gucke ich bestimmt mal rein. Wohl dem, der sich leisten kann, weil er nicht arbeiten muss zu der Zeit. Dann gibt es heute Champions-League-Qualifikation, die Rückspiele der dritten Runde. Das ist insofern interessant, weil wir da ja dann die Playoffs fix machen. Alles Rückspiele und eins davon gibt es live zu sehen bei Sport Digital bzw. The Zone, nämlich Galatasaray Istanbul gegen Ljubljana. Da steht es aber schon 3:0 nach dem Hinspiel für Galatasaray. Das heißt, das ist nur noch Formsache, glaube ich, für die Türken und das sollte eigentlich kein Thema sein. Aber wer Lust hat, gucke bitte rein. 20 Uhr geht's los und morgen habe ich dann die Ergebnisse für euch und dann schauen wir eben auch auf die Playoffs, wie es denn nun zustande kommt. Also da sind auch Sachen dabei wie Olympique Marseille gegen Panathinaikos, Stand 0:1. Das wird noch eine ganz enge Nummer. Aber auch attraktiv auf jeden Fall. Und wir haben noch Klaksvik, die Herrschaften von den Färöerinseln, die sich sehr hartnäckig hier halten, die in Molde spielen und das Hinspiel 2:1 gewonnen haben. Das fände ich immer noch cool, wenn die das schaffen würden, um ehrlich zu sein. Mal sehen. Genau, das ist also dann heute Abend auch anstehend. Und es gibt noch ein Spiel im DFB-Pokal der Frauen. Das gibt es sogar live auf Sky Sport zu sehen.
Allerdings 18:30 geht's los. In der ersten Runde sind die Top-Teams aus der Bundesliga nicht am Start in diesem Wettbewerb. Naja, trotzdem zwei große Namen. Holstein Kiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wer Lust hat darauf, 18:30, könnt ihr bei Sky reingucken. Aber das ist jetzt auch noch nicht die Crème de la Crème im DFB-Pokal der Frauen. Das zum Thema Fußball. Gucken wir zum Tennis kurz rüber nach Cincinnati. Tausender-Turnier bei den Herren, Tausender bei den Damen. Übrigens am Wochenende, da habe ich gar nicht gesagt, ne, wer die Finals gewonnen hat, vergangene Woche, da gab es ja die Tausender-Turniere in Toronto und Montreal. Und hier am Schluss siegreich Pegula bei den Frauen und Sinner bei den Männern. Das hat uns noch gefehlt. Jetzt aber Cincinnati und Melo Zverev sind im Doppel ins Achtelfinale eingezogen gestern. Da haben sie also einen Erfolg landen können. Zverev spielt jetzt gerade in der Nacht auf Dienstag, also während ich hier dieses Video gerade hier online stelle, gegen Dimitrov im Einzel. Hanfmann wird heute Mittag noch antreten, vermute ich mal. 17 Uhr könnte bei Sky Tennis dabei sein oder eben auch fürs Damenturnier auf Tennis Channel. Ihr kennt das Spielchen, Kravitz-Pütz sind dabei im Doppel. Gegen interessantes Doppel, Ogier Aliassim und Manarino. Mal gucken, wer da sich durchsetzen kann. Und bei den Frauen im Doppel natürlich Siegemund, Zvonja River mit am Start. So. Und damit sind wir beim Thema des Tages, denn heute geht's los bei der Volleyball-Europameisterschaft. Die Euro-Volley 2023 startet. Wir beginnen mit den Frauen. Die Männer steigen dann später auch ein ins Turnier. Nicht ins selbe, die spielen ein eigenes Turnier. Das Ding findet statt bei den Frauen in vier Ländern, die ein bisschen mit der Schrotflinte auf die Europakarte geschossen wurden. Wir haben Italien, Estland, Belgien und Deutschland. Ja, das sind nicht alles zwingend Nachbarländer, aber es ist zumindest ordentlich verteilt. Es gibt vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften, die spielen jeweils einem Land ihre Vorrunde. Und dann kommen aus jeder Sechsergruppe die ersten vier in die K.O.-Runde. Und die wird dann am Schluss ausgetragen. In Florenz und in Brüssel. So. Warum auch immer. Die Deutschlandgruppe auf jeden Fall, die findet in Deutschland statt, die komplette Vorrunde. Und zwar in Düsseldorf. Da wird gespielt, wenn er Lust hat hinzugehen, im Burgwächter Castello. Okay. Lese ich hier gerade, wenn das so ist. Viel Spaß dort. 17. August geht's los fürs deutsche Team. Das ist der Donnerstag. Das heißt, wir haben heute noch nichts aus deutscher Sicht anstehen, aber ein Eröffnungsspiel gibt es trotzdem um 15 Uhr. Quatsch, um 20 Uhr am 15. Das ist heute. Italien gegen Rumänien nämlich heißt das Eröffnungsspiel. Das findet natürlich dann in Italien statt, so wie es auch sein soll. Und wer Lust hat, das zu sehen, der kann das nur tun auf Sportdeutschland TV. Ich hatte auch das schon mal gesagt, da gibt es ein neues Pay-Per-View-System. So neu ist das jetzt nicht, aber sie probieren es halt mal, ob das funktioniert. Man kann dort das komplette Frauenturnier erwerben für 15 Euro. Dann kann man alle Spiele von der Frauen-EM gucken. Man kann es kombinieren mit der Männer-Europameisterschaft, die Anfang August losgeht. Dann zahlt man 25 Euro für beide Turniere. Man kann aber auch ein, wo ich das alles richtig habe, gibt es ein Tagesticket? Gibt es nicht, gell? Ich glaube, ein Tagesticket gibt es nicht, aber es gibt ein Einzelspielticket. Wenn jemand jetzt nur Deutschland gegen Griechenland gucken will, kann man das für 5 Euro noch erwerben. Es ist was Ungewohntes für uns, gebe ich zu. Die machen das dann ja auch bei den US Open in ein paar Wochen so. Da gibt es dann auch Tagestickets und es gibt dann Einzelspiele und es gibt Turniertickets. Die Grundidee ist natürlich die, dass man sagt, Pay-TV ist immer ein bisschen all. Wer bindet sich jetzt hier in der Zone-Abo ans Bein, wenn ihn doch nur der eine Wettbewerb hier interessiert. Und da wollen sie jetzt ein bisschen gegenarbeiten, wollen sagen, okay, Freunde, wer jetzt nur Volleyball-Turnier der Frauen sehen will, zahlt 15 Euro einmal und kann alles bei uns gucken und dann ist aber vorbei. Keine Abo-Bindung, es läuft automatisch aus. Interessantes Konzept, ich bin mal sehr gespannt, wie sie damit durchkommen. Also sie machen das ja auch schon länger bei anderen Dingen, bei der GFL zum Beispiel, German Football League könnt ihr das machen, da gibt es dann auch Follow-Your-Team-Ticket und das Saison-Ticket gibt es. Und auch bei den US Open, wie gesagt, da wird es sich sehr staffeln, was die Preise angeht. Ob das funktioniert oder ob der Zuschauer, also ihr oder die Zuschauerin, doch lieber Kontinuität möchte und sagt, komm, da kaufe ich mal ein Abo für 20 Euro im Monat und dann habe ich alles irgendwie mit drin und die anderen 11 Monate gucke ich halt nichts. Das tut ihr nicht, weil wer ihr meinen Kanal schaut, weiß ich, dass ihr regelmäßig natürlich Sport schaut. Aber es ist was Neues. So, und man kann es ja mal probieren, würde ich sagen. Ob sich das dann eben refinanziert, werden wir herausfinden in den nächsten Wochen. Aber gucken kann man es eben da, nur eben nicht für umsonst. Das ist der Unterschied zu früher. Gut, das wollte ich eben auch nochmal gesagt haben. Also heute Abend geht's los, 20 Uhr. Wer Lust hat, schaue da bitte rein. Und dann Deutschland ab Donnerstag
im Turnier drin ist. Sage ich aber entsprechend natürlich vorher nochmal Bescheid. Das war's von meiner Seite her. Morgen sehen wir uns wieder dann mit den Champions League Playoffs, die dann ja schon feststehen. Wir gucken auf das zweite Halbfinale der Fußball-WM der Frauen und ja, was sonst noch so anliegt, Tennis und Co. Ihr wisst schon. Danke fürs Zugucken und habt einen schönen Dienstag.